Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Dieses Jahr 2018 war eher von Tiefen geprägt als von Höhen. Politisch, wirtschaftlich und auch aus Sicht der Finanzmärkte. Es war ein Jahr, das auf eindrucksvolle Art und Weise bestätigt, wie sehr die Börsen auf politische Entscheidungen reagieren. Die Mächtigen fast aller Länder haben die Welt weder sicherer noch Gesellschaften wohlhabender gemacht. Im Gegenteil, wirtschaftliche Innovationen, neue Technologien haben es 2018 schwer gehabt. Im Großen und Ganzen behielten die Beharrungskräfte die Oberhand bei so wichtigen Branchen wie Energie und Mobilität. Erst zum Jahresende kommt Bewegung in die Sache. Auch die Finanzbranche leidet nach wie vor am gestrigen. Der Börsengewinner 2018 heißt mit großem Abstand Wirecard. Dahinter liegen RWE und Adidas. Am Ende sind das Continental, Covestro und das Schlusslicht die Deutsche Bank. Dass der Finanzdienstleister neuer Art ganz oben steht und der Dino der Branche ganz unten, zeigt, wie sehr neue Denkmuster vonnöten sind und alte überwunden werden sollten. Gerade in Deutschland, einem Land ohne Rohstoffe, muss gelten, wer nichts im Boden hat, der muss es im Kopf haben. Bildung, Finanzbildung und Kraft für Innovation sind außerordentlich wichtig für unsere Gesellschaft. Auch der Deutsche Aktienindex hat erstmals seit 2011 wieder ein Jahr mit Verlust gemacht. Und das nicht zu knapp. Zwar gibt es heute einen Schlussstand von 10.559 Punkten und damit ein Plus von 1,7%. Aber auf das Jahr liegt das Minus bei 18,3%. Was bleibt, ist die Hoffnung auf ein neues, besseres Jahr. Viel mehr als Hoffnung gibt es aber auch nicht. Die Krisen bleiben uns erhalten, die Köpfe, die viele Krisen ausgelöst haben, auch. Dazu kommt der Brexit und die Frage, wie hart der am Ende wird und was das für uns bedeutet. Es wird also genug zu berichten geben. Und vieles, was wir verstehen müssen, um Schlüsse daraus zu ziehen. Aber was ist das alles im Vergleich zu den Höhen und Tiefen, die wir alle in diesem Jahr privat erlebt haben, die uns betroffen haben? Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des ARD-Börsenteams alles Gute für 2019, vor allem Gesundheit und dass Ihr persönlicher Kurs steigen möge. Und für heute einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.